Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind in Folge 128 von Avorion. Ja, der Thomas Stiller hatte wieder geschrieben. Ich habe es natürlich alles versemmelt sozusagen. Ich habe die Lady weggeschickt mit ganz kleinem Antrieb, obwohl ich hier Millionen auf dem Konto habe. Naja, ist halt so und wird sich bei mir auch nicht ändern. Hier 141 Millionen und wir haben Rohstoffe immer noch genau und reichlich. Und ja, da müssen wir noch dran arbeiten. Und wir brauchen zum Handeln definitiv ein größeres Schiff, hat er gesagt. Da sollten wir uns dann mal irgendwann drum kümmern, ne? So, jetzt ist die Frage nur, wir wollten hier, kann das hier, war das hier, ist der Kapitän noch da nach dem Abspeichern oder ist er nicht mehr da? Ah, es ist zwar jemand da, aber der Kapitän ist jetzt ein Schmuggler. Letztes Mal war es ein Plünderer, oder? Warte mal, da ist auch noch einer, aber der ist ein Kapitän, keine Klasse. Der ist noch nicht so reif und da, ach, es sind jetzt tatsächlich drei. Ich glaube, letztes Mal war nur einer da, ne? Die müssen noch älter werden, um dass sie besser werden, ne? Dafür war das, glaube. Gut, okay. Der Plünderer ist aber da, oder? Nee, der war es nicht. Nochmal. Habe ich jetzt automatisch das Ressourcendepot? Ist er drauf? Ist er das? Ja, da ist er. Da ist ein Schmuggler. Unauffällig, ungebildet, vorsichtig, gewöhnlich. 102. Ah, Plünderer ist genauso wie ein Schmuggler, nicht so mein Ding, glaube. Gut, okay, wir sprachen aber davon, dass wir Schiffe ausbauen wollten, um Handel zu betreiben. Dieses Schiff ist aber nicht gar nicht das Schiff, was ich mit Handel betreiben wollte. Ist das so? Kann das sein? Ich wollte doch ein ganz anderes Schiff haben, oder? Ja, müssen wir mal gucken. Das sollte eigentlich Craft. Ne, Craft war das auch nicht. Oder? Travel? Meiner? Ach, Discover war das, glaube ich. Den wollten wir handeln lassen eigentlich. Aber Discover ist ja hier hinten und handelt schon, oder? Genauso ist es. Das bedeutet, ja, wir werden noch weiteres Schiff dann mit Handel beauftragen. Das sollten wir vielleicht tun. Discover. Was machen wir mit diesem Schiff? Gute Frage, ne? Wir sind noch nicht durch das Intro durch. Das machen wir jetzt erstmal als erstes und dann gucken wir weiter, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Und jetzt müssen wir mal schauen, was wir machen. So ganz sicher bin ich mir da mittlerweile nicht mehr. Was haben wir denn hier oben überhaupt stehen? Was ist hier Sachlage? Du hast einen Transporter-Software? Okay, das ist klar. Dein Schiff ist beschädigt. Reparieren Baumodus. Da müsste ich zu einem Reparaturdock hin. Das ist die Wasserwaage. Das ist die Waffen. Warte mal, Reparaturdock gab es hier doch, oder? Nee. Gut, das bedeutet, ich werde erstmal zum Reparaturblock fliegen und Dock fliegen. Und schauen, da ist eins. Dann fliegen wir erstmal dahin und gucken, dass wir da reparieren. Achso, neuerdings müssen wir ja dahin fliegen, um den Hypersprung anzumachen. Dann fliegen wir da mal hin und gucken, dass wir unser Schiff erstmal repariert kriegen. Und dann müssen wir weiterschauen. Ein Handelsschiff brauchen wir noch, definitiv. Und das muss größer sein. Oder wir bauen das andere noch größer. Das ist die Schiffswerft. Reparaturdock sehe ich jetzt nicht. Da unten ist ein Tor. Hä? Stand da nicht eben auch Reparaturdock? Karte? Hier steht jetzt Schiffswerft.
Jetzt weiß ich nicht. Egal. Wir fliegen jetzt zum Reparaturdock erst. Ne, zur Schiffswerft hin, weil da kann man bestimmt auch reparieren, oder? Reparaturdock, ist das jetzt richtig oder nicht? Weiß ich nicht. Okay, wir fliegen erstmal hier hin und gucken erstmal zu, dass wir das hinkriegen. Wir können das ja neuerdings mit dem Autopiloten anrichten, ne? Und zwar so, denke ich. Ne, kann ich wohl nicht. Ich habe hier keinen Kapitän drauf, deswegen geht das nicht. Okay, das war auch falsch. So. Okay. Schiff heile machen. Würde Sinn machen. Und dann weiter gucken. Okay, das war jetzt viel zu schnell. Aber kriegen wir gerade noch so gebremst, ne? Ein Dockingport hätte ich jetzt gerne. Wahrscheinlich da, oder? Auf der anderen Seite brauchen wir ja keinen, weil wir gleich gedockt sind, oder? Naja, was so wäre dann, wenn es denn wäre. So, angezaucht. So, Reparaturdock. Reparieren. Fertig. Schiff ist jetzt wieder heile. Und jetzt gucken wir noch nach der Crew. Hier gibt es keinen Kapitän. Gut. Truss, Brett, Crew, Güter, Reparaturdock, Schiff bauen. 500 Trinium. Das ist nicht das Problem. Gründungsschiff, Schiff und Besatzung, Träger. Seed, Eisen. Trinium. Ist unser Hauptaugenmerk hier, ne? Das ist jetzt ein Klopper oder was? Trinium 3 Millionen, das war ein bisschen viel. 435 ist auch noch zu viel. 94. Kosten egal. Crew kostet 17.000, Trinium davon, das brauchen wir wohl. Und was kann es jetzt? Gefällt mir aber irgendwie nicht so, oder? Werte anzeigen, okay. Hülle. Überraumsprungenergie ist zu wenig. Erzeugte Energie, benötigte Energie. Wieso kann so ein Schiff gleich schon wieder nichts taugen? Nochmal Werte raus und ich möchte das Schiff mal sehen, aber das sieht ja komisch aus. Schiff und Besatzung. Ja, das kann ja ruhig Besatzung sein, das wäre egal. Ach, Träger, da ist der Unterschied. Und Frachter wird gefragt. Seed 6. Machen wir Seed 0 erstmal. Oh, das sieht aber klobig aus, das mag ich nicht. Das sieht so ein bisschen wie ein Schubschiff aus. Ja, weiß ich nicht. Bestimmt was Schickeres. Auch nicht. Ist keins bei, was mir gefällt, ne?
Ja, ach, das wäre schon mal, aber das ist ein Querflieger, das gefällt mir ja eigentlich gar nicht, ne? Links, das wäre schön gewesen. Machen wir noch eine 0 dran, ne? Dann machen wir hier vorne mal eine 4. Aha. Das würde mir schon zusagen, eher. Aber so richtig auch noch nicht, ne? Okay, da oben hat gerade einer an Dingens geschmissen. Komme ich jetzt aber gerade nicht dran, ne? Nee. Irgendwie sieht es immer doof aus, oder? Kann das sein? Auch nicht so meins. Kann ich da noch was ändern? Ja, sieht immer komisch aus, oder? Werte anzeigen. Wieso ist Energie immer doof? Was ist, wenn ich hier nicht trainiere, sondern auch nicht nehme? Ändert sich auch nichts. Also irgendwie sehen sie immer gleich aus, oder? Wie nennen wir es denn mal? Ein Händler. Keine Ahnung. Mir fällt jetzt nichts zum Händler ein. Ich nenne es mal Albatros. Hier müssen wir noch nachbessern, oder wie? Das können wir so lassen erst. Jetzt ist noch die Frage, einzelner Block. Ach, okay, das wäre der einzelne Block. Rundungsschiff ist nicht nötig, glaube ich. Schiff und Besatzung wollen wir haben. Ist ein Frachter. Welche Alternativen hätten wir? Bergbauschiff oder Schiff oder Träger? Schiff, das ist schon klar. Ja. Werte anzeigen. Machen wir das, oder? Wo kommt das raus oder wo ist das? So, jetzt können wir da oben erstmal das machen. Einsammeln. Discover, Weiterkraft, Lady, Lady. Ah, da kommt's. Glaube ich, oder? So, das haben wir. Jetzt gehen wir da nochmal rein. Schiff bauen. Schiff und Besatzung ist richtig. Kein Frachter diesmal. Ein Trägerschiff. Nicht wirklich. Ein Schiff. Das fliegt so. Das
das anzeigen? Ne, das war falsch. Schiff, Trägerschiff. So munitionstechnisch, also. Frachter. Schiff. Aber hier, die Werte hierfür sind ja nicht so dolle, ne? Hm. Aber das ist ja jetzt kein großes Schiff, da können wir ein kleines machen, ne? Weil da müssen wir ja Geschütztürme reinhauen. Volumen. Ach, guck mal, jetzt ist das hier bessere Werte. Okay. Wie sieht das aus? Okay. Volumen. Achso, jetzt ist es, glaube ich, ein kleines mickriges Schiff. Kann das sein? Sieht auf jeden Fall nach den Fenstern aus, die ich da sehe. Ich glaube, wir machen mal hier einen Tausender. Werte anzeigen. Subsockel. Frachter haben wir da auch schon ordentlich. Wo wir die nicht brauchen. So, jetzt müssen wir nur gucken. Wie nennen wir das? Wie nennen wir das? Hat das... Elch 1 ist das. Den bauen wir jetzt. Da oben können wir schon wieder was einsammeln. Fremdartige Schiffe sind angekommen. Ach so, da ganz oben. So, jetzt nochmal da rein. Schiff bauen. Das bleibt so. Nur der Name ändert sich in Elch 2. Und bauen wir auch. Ach, dieses ist gerade noch ausgelastet. Okay. Eben ist da noch was weggegangen, oder? Hm. Schiffswerft ist ausgelastet. Lass mal gerade noch mal reingucken. Schiff bauen und der Seat ist 415.090. Das können wir noch mal nachgucken, wenn es sein muss. So. Drehen wir mal ab. Ja, das haben wir erstmal hingekriegt. Zwei Schiffe gebaut. Gerne das dritte, aber das funktioniert ja gerade nicht. Was machen wir jetzt? Das ist die Frage. Wann wird denn unser Schiff fertig? Das weiß ich auch nicht. Und wo wird es fertig? Hier in diesem Sektor? Was haben wir denn hier? Sektorinformationen. Okay, die können wir da ein- und ausschalten. Kartenoptionen. Meilensteinfrei, ich baue eine Flotte aus 10 Schiffen. Das bedeutet, das Schiff muss angekommen sein, oder? Kann das sein? Ah, hier ist nochmal, das müssen wir uns auch nochmal genauer angucken. Aber ich denke mal, wir schauen jetzt gerade da. Und der Elch 1, der ist natürlich fertig, ne?
Dann kommen wir willkommen. Schiff bauen. Muss ich gedockt sein? Weiß ich nicht. 11.2 bauen. Es fehlen Xanion. Super. Ich wusste gar nicht, dass ich eben Xanion mit reingebaut habe in dem Schiff. Das ist natürlich nicht so toll. Wechseln wir mal gerade da rein. Schauen uns das mal gerade so ein bisschen an. Okay. Oh, das ist ein super wendiges Schiff. Bremst der auch gut? Ah, nee, das Bremsen, das ist nicht so sein Ding. Aber spricht natürlich sofort an, ne? Okay. Das bedeutet, jetzt brauchen wir als nächstes Xanion eigentlich. Und müssen schauen, dass das andere, das größere Schiff da auch noch rauskommt. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.